Ja, wir haben gerade mein Jahreshighlight hinter mir. Man muss wirklich sagen, wir hatten eine Woche voll mit Action hier am Brandenburger Strand auf Sylt. Wir haben Wave gesehen, wo die Richter Boys ihren deutschen Meistertitel, ihren ersten, erringen konnten. Wir hatten Slalom-Foiling, wo wir einen deutschen Meister führen konnten. Und wir hatten auch Finnslalom, also wirklich alles, was unser Herz begehrt, mit einem riesengroßen Event, mit vielen Ausstellern, mit guten Bedingungen und mit unfassbar viel Spaß auf dem Wasser. Und ich freue mich aber eigentlich, dass ich gegen die ganzen Jungs da, ich meine, Vincent ist extrem guter Windsurfer, Fabi ist extrem gut. Da sind gute Jungs dabei und solange ich die schlagen kann, auch in einzelnen Rennen, bin ich eigentlich happy und ich habe alles gegeben. Und von dem her bin ich happy, so wie das gelaufen ist. Ist das mit Abstand schwierigste Windsurfrevier der Welt. Es ist extrem herausfordernd, aber darum sind wir auch gerne hier. Natürlich freue ich mich dann am Ende als Sieger von Insel zu fahren. Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft auf der Finne bin ich natürlich unfassbar glücklich und fahre wieder mit tollen Gefühlen und guten Erinnerungen wieder nach Hause nach Kiel.